Heißluftfritteusen, Airfryer, da bist du hier auf jeden Fall genau richtig bei der Beratung. Wir checken das Ding heute mal genauer ab. Herzlich willkommen beim Videocheck. Ab geht's nach dem Intro. Herzlichen Dank erstmal fürs Einschalten. Heißluftfritteusen, das ist ja auf jeden Fall der neue Trend in der Küche. Und es geht immer mehr weg von der klassischen Fritteuse. Warum ist das so? Wir haben einmal das Acrylamid, was natürlich entsteht bei hohen Temperaturen und Fett. Dann haben wir den zweiten Punkt natürlich, ist das Fett. Denn wir haben relativ viel Fett. Das Produkt saugt sich in der Fritteuse natürlich voll mit Fett. Und da wir körperbewusst mittlerweile alle leben und sich das immer mehr in die Richtung entwickelt, wird die klassische Fritteuse immer mehr an die Seite gestellt. Außerdem haben wir natürlich auch den Gestank. So eine Fritteuse, die stinkt, das Fett zu handeln und neues Fett zu wechseln. Hat man ein anderes Produkt drin, Fisch oder was, dann kann man danach keine Pommes mehr machen, denn die Pommes stinken dann nach Fisch. Also die Vorteile für eine Heißluftfritteuse, für einen Airfryer ist auf jeden Fall, wir haben 80% weniger Fett. Wir haben weniger Gestank und vor allen Dingen haben wir einfaches Handling. Wir können das Ganze aufbauen, das Produkt reinlegen, also unsere Pommes zum Beispiel, unsere Hähnchen und die Zeit einstellen. In den meisten Fällen, bei den meisten Heißluftfritteusen sind schon Programme vorinstalliert, dass man quasi nur noch auf das gewünschte Produkt drückt und dann macht die Fritteuse natürlich alles automatisch. Nun bist du wahrscheinlich auf der Suche nach der geeigneten Fritteuse und ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ein und die Marke gibt, die am besten ist. Man sollte natürlich gucken, dass es an den Haushalt angepasst ist. Die Fritteusen werden in der Regel nach Liter, also verschiedene Litergrößen bezeichnet. Die eine hat zum Beispiel 1,6 Liter, die andere hat 3 Liter, dann gibt es welche mit 5 Liter und so weiter. Je nachdem, was man natürlich braucht. Allerdings sollte man nicht so sehr auf die Literzahl achten, sondern auf die Fläche. Die Fläche ist viel wichtiger als die Literzahl. Ich zeige euch das mal kurz anhand der Teddy Live Fritteuse. Die gibt es nirgendwo zu kaufen. Das ist ein Einzelstück bzw. ein Muster gewesen. Und das habe ich nur zu Testzwecken zugeschickt bekommen. Also das Ding gibt es nirgendwo zu kaufen. Das ist jetzt die einfachste Ausstattung. Wir können hier einmal die Temperatur einstellen. Heißluftfritteusen gehen immer bis 200 Grad. Und wir haben hier einmal den Zeitschalter bis maximal 60 Grad. Im Schnitt sind die Sachen aber nach 10 bis 20 Minuten fertig. Das gibt es wie gesagt mit Digitalanzeigen und so weiter, aber das ist ganz egal. Dadurch werden die Pommes nicht besser oder schlechter. Es kommt auf diesen Korb an, der hier unten drin ist. Ich hole ihn mal ganz kurz raus. Und so wie bei diesem Korb sehen wir auf jeden Fall, wir haben eine große Fläche. Also es kommt nicht auf die Literzahl an, sondern auf die Fläche. Denn unsere Sachen, die liegen hier am Boden drin, die Pommes zum Beispiel. Und wenn wir die jetzt übereinander stapeln, dann kommt natürlich da auch keine Luft mehr hin oder nicht so gut. Man sollte auch nach der Hälfte der Zeit die Pommes einmal kurz umrühren, damit die auch von allen Seiten kross werden. Ist nicht unbedingt nötig, kommt immer darauf an natürlich, wie viel man da jetzt reinpackt. Das Prinzip ist ganz einfach, es wird heiße Luft reingeblasen, hier sind überall Rillen drin und dadurch entsteht so eine Art Wirbelstrom mit Heißluft und dadurch wird alles sehr kross. Und was ich bei diesen Heißluftfritteusen gut finde, alles Fett, was da noch jetzt drin ist oder Feuchtigkeit, die landet hier unten in diesen Auffangbehälter, das ist alles antihaftbeschichtet. Und diese ganzen Sachen sind im Schnitt alle antihaftbeschichtet. Das heißt, man muss sie eigentlich nur trocken einmal auswischen und vielleicht nochmal ein bisschen Spülmittel reinmachen, einmal durchspülen. Aber ist auf jeden Fall sehr pflegeeinfach und man ist damit schnell zugange. Man kann das benutzen, wegstellen, ohne dass man da viel Arbeit mit hat. Aber das Prinzip ist bei allen Heißluftfritteusen gleich. Also ganz klar, haben wir eine große Familie, sollten wir nicht auf die Literzahl achten, sondern eher auf die Fläche, die das Gerät hat. Umso mehr Pommes, umso mehr Hähnchen, umso mehr Kartoffelecken oder was man auch immer mit machen möchte, passen da natürlich rein und werden auch von allen Seiten knusprig braun. Und schön ist auf jeden Fall, die Pommes werden krosser als bei einer Fritteuse und der Geschmack ist in meinen Augen auch besser. Also ich habe bis jetzt noch niemanden bei uns in der Familie gefunden, der gesagt hat, der Geschmack ist schlechter. Und es sind alles Pommesliebhaber und Kartoffelesser, also richtige deutsche Potatoes. Was geht und was geht nicht mit der Heißluftfritteuse? Also was auf jeden Fall nicht geht, ist Pizza oder irgendetwas oder zum Beispiel diese russischen Shiburecki, so Blätterteigsachen, die gehen überhaupt nicht in der Heißluftfritteuse. Das sollte man auf jeden Fall auf dem herkömmlichen Weg weiterhin in Fett baden lassen. Allerdings so Sachen wie Pommes, wie Hähnchen, Kartoffelecken, alles was so Puffreismäßig, diese Kartoffeldrops und sowas, die gehen auf jeden Fall richtig gut damit und
Fischstäbchen habe ich gemacht. Ich mache mir gerne mal Fischstäbchen. Da war sonst immer ein Hindernis. Man muss Fett in die Pfanne machen. Das spritzt, das stinkt im Haus nach Fisch. Und hier wird es einfach mit Heißluft durchblasen. Und der Geruch ist auf jeden Fall beim Fisch um 80% weniger, als weil man das jetzt in der Pfanne macht. Und vor allem, man muss die Pfanne dann sauber machen. So ist es viel schöner. Die sind nicht fettig und die schmecken einfach gut. Und gerade wenn man Kinder hat, mal eben schnell was zum Mittag machen, dafür ist es auf jeden Fall ideal. Kommen wir auf jeden Fall zum Fazit der Heißluftfritteuse. Ich finde es super und das Teil wird mindestens 2-3 Mal die Woche bei uns im Haushalt benutzt. Wir sind eine 8-köpfige Familie und haben da auf jeden Fall sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Es ist schnell, es ist einfach, gut. Manchmal, wenn noch Besuch da ist, muss man das Ding öfter anstellen. Aber es kann so nebenbei laufen, man muss sich nicht drum kümmern, da ist ein Timer drin. Man bekommt eine akustische Warnung, wenn das fertig ist. Und es läuft eigentlich alles sehr gut. Also ich habe den Kauf nicht bereut. Was man jedoch wissen sollte, zum Beispiel ist man alleine, braucht man ein kleineres Gerät, ist man mit mehreren Personen, dann braucht man ein größeres Gerät. Und es geht nicht nur um die Literzahl, sondern um die Fläche. Ich habe euch unten unter dem Video, wer sich dafür interessiert, nochmal alle Größen, also auf Personenzahlen jetzt verlinkt. Und achtet wie gesagt darauf, es muss nicht unbedingt eine Marke oder sonst irgendwas sein. Es ist überall das gleiche Prinzip. Es ist heiße Luft, die reingeblasen wird. Und ihr könnt ja auch anhand der Amazon-Bewertung sehen, wie die Kunden damit zufrieden sind. Aber ich denke, eine Heißluftfritteuse, das ist auf jeden Fall eine richtig gute Anschaffung. Das ist auch ein richtig geiles Geschenk. Ich weiß, auch wenn es ein Küchenartikel ist, aber darüber hätte ich mich sogar gefreut, obwohl ich Haushaltsartikel jetzt nicht unbedingt geil finde. Vor allem ist es neu und die Leute kommen, die gucken und oh, wie geil ist das denn? Also jeder, der da war, der möchte auf jeden Fall jetzt hinterher auch eine Heißluftfritteuse haben. Das war mal ganz kurz von mir das Informationsvideo. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Wer, wie gesagt, so eine Fritteuse sucht, ihr könnt unten über meinen Link gehen. Und wollt ihr mehr von mir sehen, dann lasst doch ein Abo da. Dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Videocheck. Euer Paul, macht's gut, ciao.